Ich war ein 16-jähriger Junge, der glaubte, vor nichts Angst zu haben. Doch dies war nach dieser Geschichte nicht mehr so. Es war der 16.06.2006. Ich war mit meinen zwei kleineren Geschwistern, es waren zwei kleine Mädchen, auf dem Weihnachtsmarkt Gedichte aufsagen. Meine kleinen Schwestern und ich haben viele Süßigkeiten gesammelt. Es war schon dunkel, wir mussten nach Hause laufen. Ich hörte ein seufzendes Atmen und drehte mich kurz um, doch da war niemand. Wir gingen weiter und nach 5 Minuten hörte ich wieder dieses schwere männliche Atmen. Ich drehte mich erneut um und auf einmal war meine kleinste Schwester weg. Ich war töricht und sagte meiner kleinen Schwester: Bleib kurz hier, ich sehe nach deiner Schwester. Ich rief pausenlos: Lilly! Doch ich sah und hörte nichts, nur das Knistern von den Ästen. Ich ging schnell wieder zu meiner Schwester, doch sie war auch weg. Ich saß mich kurz auf den kalten Boden und fing an zu weinen. Ich stand wieder auf und rannte nach Hause und berichtete meinen Eltern, was passiert ist. Sie gaben mir eine Ohrfeige und rannten zum Telefon. Eine verzerrte Stimme sagte: Ihr wollt eure Tochter? Tot oder lebendig? Plötzlich gab es einen Stromausfall und es klingelte. Draußen war niemand, außer ein Zettel mit einer Adresse. Wir fuhren dort sofort hin und fanden sie vergewaltigt und blutertränkt auf einer Matratze. Wir sind alle weiß geworden. Als 10 Minuten später die Polizei eintraf und den Tatort absuchte, fanden sie unter der Matratze eine Nachricht und zwei Fotos. Auf der Nachricht stand: Fröhliche Feiertage. Willkommen in der Hölle. Auf dem ersten Foto sah man, wie er sie missbrauchte. Auf dem zweiten einen Mann mit leuchtend roten Augen und einem Nikolaus-Outfit. Mein Vater hat sich erschossen. Meine Mutter ist in der Klapsmühle. Und daraufhin nahm ich einen Strick und ging zu einer eisernen 3 Meter großen Nikolausstatue und erhang mich. Wer diese Nachricht liest, wird als nächstes dran glauben. So, das war diese Creepypasta. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und jetzt kommen wir zu der Bewertung. Wir haben den Gruselfaktor mit 3 Sternen bewertet. Die Pasta hat mittendrin eine deutlich gruselige Szene, dieses Umdrehen und niemand ist da, dann ist die Tochter weg, dann ist die andere Tochter weg oder Schwester in diesem Fall. Das ist schon da, habt ihr einen Gruselfaktor, ist jetzt nicht so eine unglaublich gruselige Pasta, aber geht in Ordnung, deswegen 3 Sterne. Den Inhalt haben wir mit 2,5 Sternen bewertet, weil es ist ein bisschen seltsam. Ich will jetzt nicht davon reden, dass ein 16-jähriger Junge auf dem Weihnachtsmarkt Süßigkeiten sammelt und Gedichte aufsagt, das kann man ja für die Schwestern machen. Aber wenn beide Töchter dann, oder Schwestern, warum sage ich Töchter, wenn beide Schwestern dann entführt werden und auf einmal weg sind, dann ist das ein bisschen blöd, sich auf den Boden zu setzen und zu heulen, weil das hilft nun gar nicht. Naja, ein bisschen seltsam der Inhalt, aber ansonsten einigermaßen in Ordnung. Man hätte sie noch besser ausbauen können. Die Geschichte gerade mit diesem Nikolaus, der die Kinder sammelt und vergewaltigt oder so, da kann man was richtig Gutes draus machen. Leider nicht gelungen oder nicht so gut gelungen. Deswegen nur 2,5 Sterne. Realität oder Realismus haben wir mit 3,5 Sternen bewertet, weil ja, realistisch ist ja schon halbwegs oder größtenteils, dass Kinder entführt werden von einem Mann, der in einem Nikolaus-Outfit ist. Dass die Kinder gerade da mitgehen, wenn der Mann ein Nikolaus-Outfit hat, ist schon mal zu glauben und deswegen geht das in Ordnung. Also Realismus 3,5 Sterne. Kreativität haben wir mit 2,5 Sternen bewertet. Ja, es ist eine Vergewaltigergeschichte und nicht unbedingt so kreativ, aber geht auch da in Ordnung. Deswegen 2,5 Sterne. Den Gesamteindruck so nach dem ersten und zweiten Mal lesen haben wir daraufhin mit 3 Sternen beurteilt. Ist eine recht durchschnittliche Pasta und ja, geht in Ordnung. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm, weil ich habe ein bisschen Schnupfen. Und hoffentlich geht es trotzdem alles in Ordnung. Und ja, bis zur nächsten Folge irgendwas. Tschüss.